Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin spät dran gewesen heute. Ich hoffe jetzt, ich habe in den Vorbereitungen nicht übersehen. Ich hoffe, wir haben KW7. Ansonsten werde ich das nachher doch mal ändern für YouTube. Guten Abend auf Twitch. Wochenrückblick KW7. Ja, wir haben uns bei diesem Wochenrückblick dazu entschieden, über unser neues Buch zu sprechen. Weil das ist diese Woche einfach das Aufregendste für uns. Ja, dass dieses Buch erschienen ist. Es gibt natürlich ein paar andere Sachen. Wir werden diese Woche quasi, aber das ist ja noch kein Rückblick. Wir werden also noch das Studienkreistreffen haben am Samstag. Ist ja noch kein Rückblick. Ist ja noch kein Rückblick. Ja. Ansonsten lass mich mal kurz überlegen. Letzte Woche was Spannendes gewesen. Wir hatten einen Interviewtermin. Ja, ist heute ist, sind die Links gekommen zum Reinsetzen. Wird also auch in den nächsten Tagen irgendwann kommen. Ne, die sind da. Könnten wir also sofort reinsetzen. Könnten wir, haben wir aber noch nicht gemacht. Haben wir noch nicht gemacht. Könnten wir. Ja, ich wollte auf dich warten. Alles gut. Ja, dann machen wir heute im Endeffekt unser neues Buch. Kommt raus, 7. Ja. März. Wir wollten es euch kurz vorstellen. Ich habe letztens in den Kommentaren gelesen, man liebt es sowieso, wenn du vorliest. Viel Spaß. Ich habe gar nichts zum Vorlesen hier. Also ich habe das Buch ja nicht vorliegen. Physisch noch nicht in der Hand. Ja, genau. Also was ich gemacht habe, ist so die Inhalte mal alle so in Stichpunkten mir hier aufgeschrieben, damit wir darüber sprechen können, damit ihr wisst, was euch erwartet dabei. Ja. Das Buch besteht aus 3 Teilen. Teil 1, der größte Teil eigentlich, befasst sich mit den tatsächlich mit dem, was wir als kosmische Gesetze bezeichnen. Ich bezeichne die nicht als kosmische Gesetze, weil die Bezeichnung Gesetz ist falsch. Ja? Ein Gesetz ist etwas Gesetztes, was vom Menschen gesetzt ist. Kommt ja oft an der Stelle Grundsatz. Das benutze ich. Ich weiß. Ja. Und das hat aber ja dann den Sinn im Endeffekt, dass, also ich wollte das nur kurz einwerfen, weil als nächstes wird Grundsatz kommen. Wollte das nur kurz einwerfen, weil gnostisch gesehen Gott der Grund ist. Ja, und der Gott und ein Grundsatz ist also quasi ein Satz vom Grund. Direkt aus dem Grund, genau. Sozusagen. Und somit das einzig Gültige. Ja, und ich beschreibe sie noch als die allumfassenden Grundsätze. Gibt es auch noch andere? Oder warum machst du diese Unterscheidung noch? Weil da kosmisch vorsteht und ich kosmisch nicht benutzen wollte. Also weil sie nicht nur auf die Erde beschränkt sind. Alles klar. Ja, natürlich würde Grundsatz eigentlich reichen. Ja, ich habe im Buch halt allumfassende geschrieben. Ja, all-umfassende. Ja. Ja, gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Wir beleuchten diese Grundsätze von ziemlich vielen Seiten. Also sehr ausführlich wird das behandelt im Buch. Ist tatsächlich der größte Teil des Buches. Mhm. Ja. Da geht es um den Grundsatz des Geistes. Was ist Geist? Ja. Geist ist ja eigentlich das, was die Ursache letztendlich von allem ist. Ja. Und aber es gibt natürlich auch noch der Grundsatz von Ursache und Wirkung. Aber davor steht der Geist. Ja, der Geist schafft Ursachen. Und Ursachen schaffen Wirkung. Ja. Das ist eigentlich unsere Vorgehensweise in der Materie. Und dieses Thema wird halt von allen Seiten beleuchtet. Würdest du sagen, wenn wir über bewusste Menschen reden, also wenn wir über bewusstes Denken reden, wäre es das Ziel, dass möglichst viel dieser Ursachen und Wirkungen bewusst gesteuert genau. wird? Genau, darum geht's. Ja? Und alles andere wirkt halt irgendwie aus dem Hintergrund raus. Ja. Und wir haben nicht ganz verstanden, warum. Ja, bei den meisten Menschen ist so, dass alles zufällig kommt, aber sie schaffen schon auch ihre eigenen Ursachen, aber ohne darüber nachzudenken. Ja, ja, bei mir auch ständig. Ja, das zweite wäre dann Ursache und Wirkung. Mhm. Der zweite Grundsatz. Was unterscheidet Ursache und Wirkung für dich von Karma? Es ist im Grunde ist es das Gleiche, aber naja, gut, hat nicht nur mit Karma zu tun, es ist viel weitläufiger. Mhm. Ja, ich setze ständig Ursachen mit jedem Gedanken, den ich habe, mit jedem Gefühl, das ich habe, setze ich Ursache für irgendwas. Mhm. Wir sind da gar nicht, wir können das gar nicht stoppen. Das heißt nicht, dass das karmisch sein muss, aber es kann auch eine ganz kleine Ursache sein, erstmal, die ich setze. Ja?
Mit allem. Wir können nichts tun, ohne Ursachen zu setzen. Oder zu sein. Ich bin wahrscheinlich schon die Ursache. Allein durch meine Anwesenheit bin ich schon für vieles eine Ursache. Genau. Ja? Ja. Ja, der dritte Grundsatz wäre der Grundsatz der Entsprechungen. Dazu gehören dann diese Sachen wie so wie innen, so außen, wie oben, so unten, wie im Großen, so im Kleinen und so weiter. Aber auch das, was ich im ganz ausführlich im Ion Aschonten-Buch beschrieben habe, die Signaturenlehre zum Beispiel. Ja, also dass man jede Pflanze, jeden Stein, alles irgendeinem Prinzip zuordnen kann. Ja, und oder einer Wesenheit, ist sogar noch besser gesagt als das Prinzip, einer Wesenheit zuordnen kann. Ja, das wäre das Gesetz der Entsprechungen. Dann kommt das Gesetz der Anziehung. Das heißt, letztendlich, wir ziehen das an, was wir denken, was wir fühlen, was wir leben. Mhm. Ja, wir ziehen. Und das Schlimme ist, viele Menschen sagen, warum passiert mir das immer? Ja, oder warum passiert das ausgerechnet mir? Ja, das hat dann mit mir was zu tun. Ja, das müssen wir erkennen. Alles, aber auch alles, was uns passiert, ziehen wir uns an. Finde ich immer lustig bei Lazarev, wenn das nicht wenn das bei Sinelnikov, er geht damit ja sehr locker um, im Endeffekt. Mhm. Und ich finde es bei ihm immer sehr lustig, wenn er dann jemanden darauf hinweist, woran das liegt, dass sein Auto geklaut wurde oder so. Mhm. Und dann kommt halt immer noch mal so ganz kurz im Nebensatz so, ach so, wer soll dir denn das Auto eigentlich wiederbringen? Mhm. Na? Also, du kommst jetzt zu mir, du hättest gern dein Auto wieder. Wer soll es dir denn eigentlich wiederbringen? Und dann, ja, die Polizei oder wie auch immer. Und dann kommt immer, was hältst du von der Polizei? By the way, wie ist eigentlich dein Verhältnis zur Polizei? Ja, ja. Das ist bei den meisten Menschen. Und dann geht es halt immer noch mal so. Ja. Nebenbei könnten wir deine Ethik noch mal ganz kurz ein bisschen korrigieren. Ja. Ja. So, warum sollten die dir es denn wiederbringen, wenn du sie doch nicht magst? Ja, ja. Wir könnten das jetzt nebenbei noch. Dann wird es schneller gehen. Ja, ja. Ja, das hat alles mit dem Gesetz der Anziehung zu tun. Ja. Und auch da, oder der Dieb, er führt es dann aus, auch der Dieb könnte es dir wiederbringen. Ja. Könnte er, könnten wir auch sagen, wenn die Polizei nicht will, auch der Dieb könnte es dir wiederbringen. Allerdings, magst du den? So, das ist ja, ja. Also, wie stark würde es dir, also wie sehr würdest du ihn willkommen heißen? Würde dir das jetzt im Vorfeld schon mitnehmen? Das wäre entscheidend für diesen Faktor, das einzubauen. Ja. Mhm. Sehr spannendes Thema, immer wieder spannend. Ja, also das sind alles spannend. Also das Buch ist voll mit spannenden Themen. Ja, ich hoffe Die Gabi Müller hat dazu in ihrem Vorwort ja geschrieben, das könnte mehrere Bücher füllen, aber es ist so voll mit Informationen. Deswegen heißt das Buch im Universum ist alles ganz einfach. All diese Dinge auf einen ganz einfachen Nenner gebracht, dass es leicht zu verstehen ist, dass man nicht da, also wenn ich mir so ein Buch hole, in der Regel über zum Beispiel über die kosmischen Gesetze, da ist da so viel drin, da muss ich, das verstehe ich teilweise gar nicht, weil es zu kompliziert geschrieben ist. Und mein Ding ist ja, alles zu vereinfachen, auf die einfachste Weise darzustellen, weil es ist alles eigentlich ganz einfach. Die Menschen verkomplizieren es. Du meinst, deswegen hast du den Titel gewählt, im Universum ist alles ganz einfach. Ja, genau. Mhm. Das ist übrigens das Bild dazu, ne? Das ist das Coverbild. Ja, genau. Gemalt von Buch. Matthias. Mhm. Ja. Darf ich dir kurz eine Frage stellen, die hier reingekommen ist? Weil wir sind im Endeffekt beim Thema. Ja. Wenn du sie nicht beantworten willst, muss ich mir was ausdenken. Aber also wenn die Energie der Aufmerksamkeit folgt, wie ihr behauptet, wie ihr sagt, was kann ich dann tun, wenn ich negative Gedanken habe, wie zum Beispiel Sorgen oder Ängste, und ich weiß, dass das kontraproduktiv ist, aber ich stecke einfach drin fest? Wie kann man seine Gedanken verändern? Ja, also ich weiß, dass das manchmal ganz schön schwer ist. Ja, also ich habe nur ein Beispiel. Das ist ja das Gute, auch in dem Buch bringen wir immer Beispiele. Mhm. Ja, wir bringen zu
zu allen Themen Beispiele. Und hierzu wäre ein gutes Beispiel. Alf und ich haben ja mal Pleite gemacht. Alles verloren, Haus und Hof verloren, sind mit 30.000 Mark damals Schulden daraus gegangen. Ja? Wir sind da völlig unterschiedlich mit umgegangen. Ja? Ich habe mich hingestellt und habe mir einen Zettel gemacht, den ich mir an meine Pinnwand geheftet habe, wo drauf steht: Ich weiß nicht, warum das geschehen wird, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich begreife, warum das gut für mich war oder so in der Art. Ja, also ich habe es nicht wörtlich. Und Alp konnte das nicht. Ich konnte, also die ersten 2 Wochen konnte ich das auch nicht. Ja, da war das für mich eine Katastrophe. Mein ganzer Gedanken kreisten nur noch darum. Aber ich habe das geschafft, da einfach einen Cut zu machen. Und habe dann mir diesen Satz dahingestellt und habe mir den auch jeden Tag angeguckt, eine Zeit lang. Also damit kam ich da raus. Alf hat das nicht gemacht. Der Alf hat sein Leben lang letztendlich darunter gelitten. Zumal er dann nicht mal ein. Man kann ja dann so ein Insolvenzverfahren einleiten, wenn man geschäftlich pleite gemacht hat, ja. Das war unter seiner Würde, das zu tun. Er hat gesagt, wir schaffen das. Für ihn war das ich habe versagt. Ich kann das nachvollziehen, ja. Und als dann gestorben ist, habe ich da genau das gemacht. Ich habe ein Insolvenzverfahren eingeleitet und bin heute schon lange schuldenfrei, ja. Weil ich hätte das gar nicht machen können alleine, das bezahlen, ja. Das ist also immer eine unterschiedliche Sache, wie man mit umgeht. Am besten ist wirklich, vielleicht sich so Zettel zu machen, oder ist es so, also für mich ist das ein probates Mittel, ja, um da rauszukommen. Man muss da ja nur einmal rauskommen, wenn man das einmal unterbrochen hat, weil grübeln ist ja das Schlimmste, was man machen kann. Warum? Weil man das immer wieder zu sich hinzieht, letztendlich. Man sagt ja, man sagt seinem Unterbewusstsein immer wieder die gleichen Sätze. Ja? Und das Unterbewusstsein arbeitet für uns und holt uns das immer wieder her. Ja, das ist so eigentlich so einfach. Ja? Ja, das fünfte, also weitere Gesetz wäre das Gesetz zum Ebenmaß und Ausgleich. Ebenmaß und Ausgleich hat ganz viel damit zu tun. Also das Thema Geld ist für viele Menschen ja ein Problem, ja. Und das liegt oft daran, dass sie sich selbst nicht genug lieben, dass sie letztendlich die Fülle haben, ja. Und Ebenmaß und Ausgleich bedeutet aber, ich darf es nicht horten. Es muss alles immer im Fluss sein. Es muss alles ausgeglichen sein immer. Das heißt, wenn ich zu viel habe, soll ich es weitergeben. Dann kann ich das auch verschenken oder spenden für irgendwas oder sonst was. Also man darf nicht horten. Dann holt man sich eigentlich ja, Karma. Ja? Letztendlich. Naja, kam, ich würde sagen, also erstens also jede Form von Materie, also auch Geld, bindet Energie, braucht Aufmerksamkeit, jede Form. Wenn es dann schon zu Anhaftungen kommt, dann kostet es unglaublich viel Energie und dann wird es kontraproduktiv. Aber selbst wenn es nicht im Anhaftungsbereich ist, das ist ja nur immer die Frage mit, wie fühlt es sich denn an, wenn ich es nicht habe? Ne? Und wenn das Gefühl irgendwie in so einen panischen, negativen Bereich geht, dann sollte man definitiv gucken. Würde mich auch auf die Frage von vorher nochmal bringen, kurz, wie gehe ich denn mit solchen Ängsten um? Ja? Ich denke, es sind halt oft einfach Themen, ja, was soll ich sagen? Also es ist jetzt eine Glaubensfrage im Endeffekt, ob ich bereit bin, erstmal anzuerkennen, dass alles, was mir geschieht, also alles, was passiert, für mich gut ist, weil ich der Einzige bin, und davon bin ich jetzt zum Der Beispiel das fest überzeugt, der Einzige bin, der das schöpft. genau. Ja? Also die Schöpfungen von außen, die viele immer glauben, so, dass Geringer Teil, ja. Die sind überhaupt nicht so absolut ausgeprägt. Und das heißt also, irgendein Teil in mir, ein unbewusster Teil, weil der Bewusste wehrt sich ja dagegen,
ein unbewusster Teil sagt, stopp, also der Weg ist nicht gut. Der führt uns zu Abhängigkeiten von Materie, der führt uns zu Abhängigkeiten von Menschen, der führt uns zu etwas, womit, ja, wir, wieder bei Anziehung. Womit wir das ja. Universum stören, ja. im Endeffekt. Und ich biete dir andauernd einen Weg heraus, aber du möchtest nicht. Du hast Angst vor diesem Weg, weil das bedeutet, du musst ein Stückchen von dem, woran du glaubst, dass es wichtig ist, loslassen. Ja. Und das ist die Panik, vor der man da viel steht. Ja. Also was sagen die Nachbarn? Nein, also, es kann auch schlimmer sein, existenzielle Ängste, aber also ich, die bestehen ja im Endeffekt nicht wirklich. Ja. Also und da geht es dann halt viel um Annahme, viel um, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, den Hinweis, ich nehme, ich verliere das jetzt, ich nehme das in Liebe an. Und wenn das wirklich das ist, was das Universum für mich vorgesehen hat, damit es in meinem Sinne tatsächlich besser werden kann, das kann ich erst später sagen, aber um das zuzulassen, gebe ich das jetzt mal ins Vertrauen. Ich folge dem jetzt und gucke mir das an. Ja, ja. Aber so das war Art, eigentlich mehr noch wieder, ne, der Grundsatz der Anziehung. Eben was ein Ausgleich bedeutet, dass immer alles ausgeglichen sein muss. Immer. Und wenn es gibt viele Menschen, die nehmen, ja, die sagen, ach, ich kriege halt hier und ich nehme von dem und ich nehme von dem, dann sollte sich fragen, was gibst du dafür? Das ist ganz wichtig. Ich verurteile es nicht, auf gar keinen Fall, ja, aber ich muss mich immer hinterfragen, was gebe ich? Ja, weil sonst schaffe ich Vakuum irgendwo in der Welt. Ja, was mich eigentlich zurückzieht. Ja. Ja, der nächste wäre dann Schwingung und Wechsel. Schwingung und Wechsel bedeutet, dass es immer, das wissen wir, wir wissen zum Beispiel dass im Kosmos immer mal wieder Zeiten kommen, die herausfordernd sind und dann mal wieder Zeiten, die sind leichter. Ja, wir reden jetzt, dass wir hier im Kali Yuga leben, ja. Das ist überhaupt nicht schlecht, das ist einfach nur, wir haben was Schlechtes draus gemacht. Auch das, es ist nicht schlecht, es ist eigentlich von der Energie her nur eine herausfordernde Energie. Das heißt, du sollst dich genau dessen besinnen. Das ist eine Energie, die dich dahin wieder bringt, ja. Kompost. Ja. Nimm das Alte, mach's kaputt und mach was Neues draus. Was zum Beispiel, ist. Ja. Und genau, hat auch damit zu tun. Aber und genauso ist es bei uns im Leben. Es gibt kein Leben, das immer gleichzeitig so entlang gletschert. Ja, scheiß langweilig. Ja, und es wäre. Aber manche wünschen sich das. Ja, aber das wäre nicht gut, weil wir nie wachsen würden. Aber geistiges Wachstum wäre nicht möglich. Ja, interessante Frage zwischendurch. Ja. Im Endeffekt sagen ja die Gesetze, das gibt es dann eben nicht nur übers Jahr verteilt, sondern das gibt es über den Tag verteilt. Das gibt auch. Es, im Endeffekt gibt es also immer eine Stunde dafür, eine Stunde. Es gibt ja, genau. Bei den Organen genauso. Und genau. Wenn du es weiter denkst, gibt es dafür Monate. Ja. Und so es weiter. Gibt und so weiter Jahrhunderte. Und so weiter. Mhm. Das heißt, es gibt also jeden Tag eine gewisse Zeit. Ja, richtig. Und das ist auch wichtig und wir müssen das annehmen, auch wenn wir herausfordernde Zeiten haben, wir müssen immer daran denken, je herausfordernder die Zeiten sind, umso mehr können wir daran wachsen. Ich glaube, die ist bei mir morgens beim Aufstehen. Ja, dann ist das eine Lernaufgabe. Eigentlich zeigt dir das, es ist eine Lernaufgabe. Nein, ich kriege das sehr gut hin, aber ich mag es überhaupt nicht. Und das Einzige, warum ich ja mein Leben, also nicht das Einzige, aber ich mag ja mein Leben, so wie ich es führe. Und ich bin ja wahrlich kein fauler Mensch, aber einen Wecker zu stellen, ich brauche ihn ja nicht, ich wache ja vorher auf, weil ich mich absolut weigere, nach einem Wecker zu leben, sozusagen. Ja, das kann ich gut verstehen. Aber das ist ja echt... Du musst halt, deine Kinder gehen in die Schule. Muss, ja, genau. Aber, und ich habe ja lange daran gearbeitet, im Endeffekt selber bestimmen zu können, wann ich was tue. Ich muss tun, ist völlig klar. Man kann auch sowas nur leben, wenn man eine gewisse Disziplin hat. Yeah. Wenn man sagt, ja, ich mache es trotzdem. Ne? Yeah. Auch wenn es unangenehm ist und mich keiner zwingt und keiner da steht und so. Aber also dieses Müssen, ne, das ist schon...
Nee, ist nicht meins. Ja. Das ist für mich, glaube ich, der im Moment, und dann habe ich ja viele Kinder, es dauert ja noch mindestens irgendwie sowas wie Halleluja. Ja. Da sind ja andere schon lange in Ja. Rente. Aber ich kann das nachvollziehen. Mir ging es, als ihr klein wart, genauso. Ja. Ja. Ich habe die Aber du das. warst früher fertig. Wir waren quasi früher aus dem Haus, du konntest wieder Ich tun, hatte was nur du zwei wolltest. Kinder. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Ja. Das nächste, der nächste Grundsatz ist der Grundsatz der Gegensätze, also Polarität. Also alles ist Ausatmen, Einatmen. Ja. Und in der Materie ist alles. Gibt zu allem zwei Pole. Und ja, brauchen wir jetzt gar nicht so viel sagen, aber diese Grundsätze werden von allen Seiten beleuchtet. Jeder einzelne von den Grundsätzen, die wir jetzt eben aufgeführt haben, werden in dem Buch ja von allen Seiten rundum beleuchtet. Ja, also es ist ein ganz großer Teil widmet sich diesen Grundsätzen. Ja, weil wenn ich dir das so einfach sage, so wie es oft dargestellt wird. Man hat ja gar keine Vorstellung, welche Auswirkungen das hat oder welche Ausweitungen das hat, worauf sich das alles bezieht. Und deswegen war mir persönlich das so wichtig, da so intensiv drauf einzugehen, auf diesen Themenbereich. Weil er uns im Leben jeden Tag, in jeder Minute haben wir damit zu tun. Und wenn die Menschen nach diesen Grundsätzen leben würden, bräuchten die kein einziges Gesetz. Kein einziges weltliches Gesetz. Haben wir letztens gemacht, was unterscheidet weltliche Gesetze von Grundsätzen? Ja, weltliche Gesetze sind einfach von der Mehrheit der Bevölkerung, was sie haben wollen. Also es gibt auf jeden Fall irgendjemand, der gleicher ist, Ja. sozusagen. Also es gibt etwas, was reguliert werden muss, Ja. auch bei der Verteilung. Es geht eigentlich um Privatbesitze. Die gibt es bei Grundsätzen nicht. Genau. Und so. Also da haben wir Ja. eine Sendung zu gemacht, könnt ihr Ja, euch ja genau. angucken. Ja, dieser Bereich, den wir zu der Sendung gemacht haben mit dem Epiphanes da, Epiphanes, ist ja. da mit drin. Da kann man es dann nochmal nachlesen als Auszug. Ja. Ja, Teil 2 des Buches. Das befasst sich nur mit dem Thema Seele. So, Seele aus allen möglichen Seiten. Also, was ist die Seele? Es geht um Sterben, um Jenseits. Totenkulte, ja und so weiter. Es nimmt einen großen Raum ein. Dann Astralfeld, ja. Oder wie bestimmen wir die nächste Inkarnation? Wir können das ganz bewusst machen, ja. Hast du jetzt zufälligerweise auch noch als Webinar gerade im Angebot, ne? Ja, genau. Haben wir als Webinar ein Angebot, Ist ja. da alles drin im Buch, was im Webinar ist? Ich weiß es gerade überhaupt gar nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich das überschneidet oder wo ich jetzt etwas mehr drin habe, kann ich nicht mal sagen. Ja, weil ich habe nicht abgeschrieben davon. Ja, ja. Aber ist auch egal, weil der theoretische Inhalt ist der theoretische Inhalt und das Webinar ist ja weiter. Wir Ja, gehen ja live genau. und so machen ja. Ja, es geht dann um Beschäftigen uns ja die mit nächste allem. Inkarnation, um Karma, was ist Karma? Dann auch Blut, Seele und Geistseele, der Unterschied, was ist der Unterschied zwischen Blut, Seele und Geistseele? Oder auch Dualseele, Zwillingsseele gehen wir drauf und da gehen wir auch in dem Webinar drauf ein. Und zum Schluss die aus dem Inkarnationsrad befreite Seele. Es geht ohne Probleme, wenn wir darauf hinarbeiten. Ja. Geht auch Seele, die erst gar nicht ins Inkarnationsrad gekommen ist? Gibt es bestimmt, aber nicht auf dem Planeten hier, glaube ich. Nicht hier. Kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Ja, vielleicht Anastasia. Nee. Nee, weil Nee, sie nee, ist glaube ich auch. noch nicht mal. Nee, nee, Ja, nee, noch nicht okay. mal sie. Ja. Also der zweite, ich will da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber da geht es nur um die Seele. Und der letzte Teil ist der, den hauptsächlich du geschrieben hast. Ja. Da geht es nur um den Menschen. Nur. Ja, ist auch ein ausführlicher Teil. Ist ja Ja. bei mir oft so, da geht es oft um Menschen. Ja, um das Wesen des Menschen. Ja, da sind dann solche Themen wie göttliche Liebe, menschliche Liebe, der Unterschied.
Ja? Worin siehst du den Unterschied? Die menschliche Liebe hat einfach was Plus-Minus-Poliges. Also du hast, es ist nicht unbedingt bedingungslos. Dann bist du auf der göttlichen Ebene. Du kannst also auch Menschen göttlich lieben. Das ist Ja. nicht das Problem. Bist du Aber jetzt du stellst meinetwegen, keinerlei ja, genau, du Forderungen. stellst aber keine Forderung und also Ja. keinerlei Bedingungen hinten dran. Ja. Und wenn du es halt, also ich sag jetzt mal, auf Beziehungsebene zum Beispiel wäre der Unterschied, ja, ich kann dich lieben, aber in der Beziehung gehört für mich Monogamie dazu. Es gibt andere Beziehungen, die sehen das anders, ist für mich völlig wurscht. Jetzt für mich würde das jetzt dazugehören. Und wenn das für dich jetzt nicht dazugehört, ist es sehr schade. Auf menschlicher Ebene, menschliche Liebe, kann ich das nicht, geht nicht, kann ich nicht, schaffe ich nicht. Da habe ich die Bedingung monogam. Oder die Bedingung, also du sagst mir wenigstens Bescheid, wenn du für 3 Tage wegfährst. Also wenigstens das, ne? Ja. Oder sowas. Und göttlich gesehen würde das dann heißen, okay, ich kann mit dir nicht zusammenleben. Das heißt trotzdem, ich werde dich immer lieben. Ja. Immer. Man muss ja dann nicht Ne? zusammenleben. Also, weil das Göttliche hat dafür einfach keine Bedingung. Ja, genau. Ne? Und wenn du das halt in der Beziehung halten kannst, ist das ja schon mal eine schöne Sache, dann brauchst du ja nicht mehr ziehen. Ne? Ja. Dann hat es mit der Beziehung einfach alles einen anderen Ja. Stellenwert. Großen Raum nimmt auch ein, wie erschaffe ich meine eigene Wirklichkeit? Hat also mit den kosmischen Gesetzen wieder zu tun, aber jetzt ist es, also hier geht es ganz viel auch um Praxis. In dem letzten Teil, ja, wie mache ich das? Ja, wenn ich alles weiß, was die göttlichen oder was diese Grundsätze besagen, wonach die ganze Welt oder die ganze Materie funktioniert, dann muss ich doch auch wissen, wie ich damit umgehen kann, um aus diesem ganzen Dilemma rauszukommen. Und darum geht es ganz klar, wie erschaffe ich meine eigene Wirklichkeit, ja? Viele Menschen sagen ja, ich kann doch nicht raus, die Regierung, ja, immer so, die Regierung, die sagt doch das, die macht doch das nicht. Und dann kommen die und dann kommen die und ich bin doch der arme Mensch, der nichts kann. Solche Menschen machen sich so klein, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Wir sind tatsächlich Schöpfer unserer eigenen Realität. Und auch wir lernen dann noch, aber wir haben zumindest die Hintergründe erkannt und setzen es so weit, wie wir es schaffen, um. Sagen wir es mal so. Schaffen wir nicht immer. Ja, wir fallen auch immer mit zurück, aber wir wissen, warum das Wir wissen passiert ist. wenigstens, warum wir überfallen. Oder was? Ja, Ja. wir wissen, warum das passiert ist und dann arbeiten wir dran. Ja, und Wir das können es ist ganz ändern. wichtig. Wir können es ändern. Genau. Ja. Und durch das Erfahren des Hinderungsgrundes können wir wachsen, Ja. sozusagen. Große Rolle spielt in dem Buch auch das Thema Fülle. Ja, da sind wir wieder. Fülle ist ganz wichtig. Der Mensch ist dazu da, um geistige, seelische und materielle Fülle zu leben. Ja, auf allen drei Ebenen Fülle. Ja, Fülle bedeutet nicht Anhäufen von Geld. Fülle bedeutet, ich habe alles immer, ich bekomme immer alles das, was ich brauche. Ja, und das nimmt auch einen großen, Zum richtigen Zeitpunkt am besten noch. ja, genau, zum richtigen Zeitpunkt, Am genau. besten noch das. Ja, genau. Ja. Ja, dann spielt eine große Rolle das Thema Kultur und Zivilisation. Magst du was dazu sagen? Ja, Auch also ich, das ja. passt zu dem kosmischen Gesetz, der auf und ab. Einatmen, ausatmen, meinst Ja. du? Also, Nee, auch der Schwingung, ja. Also es, im Endeffekt ist es so, dass beides nicht parallel existieren kann. Also eins hat immer die Vorherrschaft. Ne? Und Ja. du kannst es auch wieder auch da übertragen auf Plus Minus oder auf sogar auf männlich weiblich. Im Endeffekt könntest du es übertragen. Wenn du sagst, also Kultur ist das, was etwas Neues hervorbringt, ja, und aus der Kultur entsteht eine Zivilisation sozusagen,
Die Zivilisation ist dann das Kollektive und die Kultur ist in dem Fall das Individuelle. Das Individuelle bringt also quasi eine neue Zivilisation hervor. Die Zivilisation kann aber nicht parallel existieren zu einer neuen Kultur, weil sie ist nicht neu. Dann sie geht die sich Kultur, dann, Kultur geht immer mehr also zurück. Dann drängt sie quasi die Kultur zurück. Und bis die Zivilisation quasi natürlicherweise implodiert, sozusagen, und aus einer neuen Kultur etwas Neues, eine neue Zivilisation entsteht. Yeah. Das ist der Wechsel zwischen Gemeinde und Mensch. Das ist der Wechsel, auch der Archontenwechsel, wie du durchs Leben gehst, immer mal nach außen gerichtet, dann wieder nach innen gerichtet. Yeah. Aber es muss nicht zwangsläufig so in so einer systemunterworfenen Zivilisation enden. Immer wieder. Nö. Muss es nicht. Also ich sehe Zivilisation jetzt nicht unbedingt negativ. Ja. Es ist halt die Frage, also da bin ich beim alten Bild des Star Trek. Ich bin immer wieder Star Trek. Ja. Und Odo ist ein Formwandler. Odo ist, also müsst ihr nicht verstehen, wenn ihr das nicht kennt, aber er ist quasi ein flüssiges Metall, sozusagen. Und er kann in einem Meer seinesgleichen, also er sucht lange nach seinesgleichen. Es gibt sie sehr selten, ne? Diese Baumwandler. Und dann geht er quasi in einem Meer aus Flüssigkeit auf und ist verbunden mit allem. Und trotzdem ist jeder dieser einzelnen Tropfen individuell zuordnenbar. Wem er denn? Aha. Also er kann sich quasi aus der Masse erheben und ist wieder Odo. Ja. Oder er geht halt in die Masse hinein und ist alles. Ja. Und ich glaube, das ist eine Form von Zivilisation, die eben eine andere Struktur bieten würde, wie ein hierarchisch strukturiertes System. Ich sage jetzt nicht, dass das der Optimalfall ist. Ich sage aber, ich habe an sowas Erinnerungen, dass ich sowas auch schon mal gemacht habe. Ich gestehe, ja. Ja. Ein Kapitel, was mir ganz wichtig war, da habe ich Anleihen genommen aus den vielen Artikeln, die Gabi Müller geschrieben hat, die Physikerin, und zwar Wirbelprinzipien und Anhaftungen. Das Gummibandprinzip nennt sie das auch. Und also dieses Beispiel mit dem Gummiband, das fand ich einfach nur genial. Ja? Mhm. Magst du auch darüber sprechen? Oder? Ja, wenn du es erwähnst, kannst du auch gerade erzählen. Gut, also es ist tatsächlich so, alles, was wir tun, hat ganz viel mit Karma zu tun, natürlich. Alles, was wir tun, bleibt an uns haften. Ja, auch wenn wir später ganz anders sind, wenn wir es nicht schaffen, das zu lösen. Letztendlich, also Gabi Müller schreibt, es sind dann so Ausstülpungen quasi von Gummiband. Und das ziehen wir mit uns, durch unser ganzes Leben. Wir haben lauter solche Gummibänder, die irgendwie in irgendeiner Form an uns hängen. Und wir können aber das im Grunde alles wieder lösen, dass diese Ausstülpung wieder, zack, wieder drankommt. Ja, eigentlich ist das ideal, wenn wir die nicht haben. Ja, wir schleppen das ja alles mit. Unser ganzes Leben schleppen wir so viele Dinge mit. Ja. Naja, und das Gummiband sorgt halt dafür, dass umso länger es wird, irgendwann wird es schwieriger. Ja. Also man das Entfernen von der Ursache ja immer weiter davon wird schwieriger. Genau. Und irgendwann ist der Weg zurück quasi vorprogrammiert. Deswegen gibt es sowas wie Kreuzfeldplaneten. Im Übrigen, würde ich sagen. Ja. Dass man nochmal zurückgehen kann. Ja. Einen anderen Weg beschreitet. Ja. Und das Gummiband wieder abnehmen kann. Ja. Ich weiß aber gar nicht, mal fragen, also ich meine, das ist ja jetzt nicht nur negativ, ne? Was denn mit den positiven Sachen, die an einem kleben, so? Die müssen ja nicht kleben. Ja, die müssen nicht kleben, aber tun sie das nicht? Nee, ich glaube nicht, weil das ist leicht. Verstehst du, das ist ja kein... Ja. Das hängt nicht an uns. Das rufen wir an, das ist immer da. Ja. Mhm. Und das ist ja schon sozusagen. Das ist ja schon. Also hängen wir quasi an Mangel. Ja, immer.
So würde ich das sehen. An Trennung, an. Ja? An was hängen wir denn da? Müsste ich Gabi nochmal fragen. Aha, an all unseren Glaubenssätzen. Naja gut, also wenn Und du sagst Wirbel und so und wir hängen dran, also ein Wirbel, wenn er einen Gegenwirbel hat, ist er quasi nicht mehr vorhanden. Richtig? Dann ist er ausgeglichen. Es ist einer, es sind zwei vorhanden, aber sie sind ausgeglichen und neutral. Oder? Oder heben sie sich noch da bin irgendwann ich mir eben auf? nicht so sicher. Ja. Da bin ich mir eben nicht so sicher. Na, so beschreibt sie Sucht. Ja? Also wenn sie sagt, okay, pass auf, rauchen, alles klar, dann entsteht halt ein Wirbel. Das ist im Endeffekt das Gift, das Nikotin, das ist ein Wirbel. Ja. Und die Sucht ist quasi der Gegenwirbel. Ne? Also solange du den einen fütterst, ist der andere auch da. Ne? Aber sie sind Ja. ausgeglichen und sobald du den Suchtstoff halt nicht mehr zufügst, zieht nur noch die Sucht und damit, um diesen Mangel quasi wieder auszugleichen. Ja, aber es ist ja nicht, also es sind ja zwei Belastungen letztendlich. Ja, also es ist ja doppelt belastend. Zwei Gummibänder. Kompliziert. Ja, Ja. ja, ja. Aber es ist, also wenn man sich, wir haben das mit einfacheren Worten Ja. teilweise auch beschrieben im Buch. Es ist letztendlich logisch. Du hast dich bemüht, wenn du schon bei den einfachen Worten bist, du hast dich letztendlich bemüht, Deutsch Ja, zu schreiben. ich hab mich bemüht, Und hast keine meine Sachen Fremdwörter. umgeschrieben. Und manchmal lese ich Texte dir echt zu. Habe ich das geschrieben? Nee, du hast es Nee, habe anders ich mir geschrieben. gar nicht Aber vorgestellt, ja. ich habe tatsächlich Fremdwörter draußen gelassen aus dem Ja. Buch. Ich habe wirklich Deutsch geschrieben. Ja? Und wir, die meisten Bücher, die heute verkauft werden, die sind ja voll mit Fremdwörtern. Und deswegen, also für mich war es ein Ziel, keine Fremdwörter zu benutzen. Ja, auch da die Einfachheit. Weil die deutschen Worte sind viel klarer als die Fremdworte. Und man hat die Fremdworte, also vor allem das Latein, war für mich, ist für mich eine Sprache, die unnötig verkompliziert. Gibst du mir ein Beispiel? Ich benutze den Thalmühl-Kursdorf-Becher, wollte ich nur mal sagen, den ich Ja. schon mal übersteigert habe. Ja, was heißt ein Beispiel? Also sie entspricht nicht der Wirklichkeit, sagen wir es mal so. Ja, also wenn ich eine Lebensgemeinschaft von Menschen habe, dann sind das Menschen, die ein ähnliches Ziel haben. Ja, wäre eine Gemeinschaft. Ja, die haben ein ähnliches Ziel und tun sich deswegen zusammen, weil es leichter ist, das Ziel zu erreichen mit mehreren Menschen. Absolut menschliche Ebene, keine göttliche, ist absolut auf Kosten und Nutzen ausgelöst, dieses System sozusagen, oder? Ja, also eine Gemeinschaft Ist ist immer eine Kost, Gemeinsamkeit, man ja. macht gemeinsam irgendwas. Aber die Motivation wäre da, also hast du gerade Für gesagt, wäre, mich es ist einfacher, es ist, viel einfacher, oder ja. ist die Motivation, also das ist für mich eine entscheidende Frage. Welche Ebene bist du, ist man Naja, da die andere unterwegs? Ebene Aber wäre das Kollektiv, ja. ja. Und Kollektiv ist immer von oben gesteuert, ja. Wer will das? Wer will denn das? Samael Ja, oder wer will das? Ich will nicht, dass man mich steuert. nicht? Nein, natürlich nicht, ja. In einer Gemeinschaft sind alle auf gleicher Augenhöhe. Ja, das ist eine ganz andere Ebene. Und man setzt ja Gemeinschaft und Kollektiv gleich. Das ist das Schlimme, ja. Und deswegen, also ein Kollektiv ist ja nicht das, was ich will. Ja, aber in einer Gemeinschaft leben ist für einen Menschen was Schönes. Ja, ganz einfach. Kollektiv bedeutet Pyramide. Oben ist der, der nach unten weitergibt, was zu tun ist. Was unterscheidet die Familie von der Gemeinschaft? Übrigens, Kollektiv kommt von Kollekte. Kollekte heißt zusammensammeln. Also das spielt keine Rolle, was haben die einzelnen Leute für Interessen. Ich sammle einfach möglichst viele zusammen und unterstelle die meinem Kollektiv. Ich dachte, bei der Kollekte geht es ums Geld. Nee, hat doch nichts damit zu tun. Kollekte heißt übersetzt zusammensammeln. Ja, das ist in dem Falle Geld ist bei der Kirche spielt keine Rolle. Finden Sie schon sehr wichtig, Ja, muss man sagen, gut. ja. Aber es heißt wirklich übersetzt zusammensammeln. Also es spielt keine Rolle, was. Einfach nur möglichst viel, möglichst ausweiten. Und was ist der Unterschied zwischen Gemeinschaft und Familie? Naja, Familie, da ist halt die verwandtschaftliche Beziehung da.
In einer Gemeinschaft musst du nicht verwandt sein. Interessiert mich nur insofern, ich kenne ja nette Menschen und ich habe eine Radiosendung zu dem Thema gemacht, Gemeinschaft, Familie und so, wo ich immer gesagt habe, ich möchte ja nicht in der Gemeinschaft wohnen, ist nicht mal, also Familie sehr Na, gerne, in der Gemeinschaft Gemeinschaft wohnen, nicht. Es gibt aber ja viele Menschen, in die, einem Haus oder so, oder in einer ja, Wohnung. also ich möchte, ja, auch, also ich sage jetzt mal so, ich glaube, Anastasia hat sich das in Russland sehr Ein gut. Dorf ist eine Gemeinschaft. Ja, aber Anastasia hat sich das in Russland sehr gut ausgesucht, wenn sie sagt, du musstest 1 Hektar, ist ein gutes Ding, weil Ja, dann hast du so viel Platz um aber dich das ist auch herum. eine Gemeinschaft, die Das, genau, das ist eine Anastasia-Dörfer. Form, die ich noch akzeptieren würde im Ja, Endeffekt, ne? aber das. Aber das sind für mich Nachbarn, okay, das ist nicht direkt gemeint. Die Aber haben aber sage, das gleiche also genau, Ziel. ja, aber sobald Abhängigkeiten drin sind, wo ich sage, also wirklich, nee, gemeinsame Kühe, Viecher, da, nee, Nein, hab, ich habe das keinen muss Bock ja auch nicht drauf, hier sein. und so. Also das bedeutet ja Gemeinschaft nicht. Genau, aber es Gemeinschaft gibt. bedeutet nicht, was, man macht ein Kollektiv daraus. Genau. Das ist nämlich der Unterschied, ja? Da bin ich sehr empfindlich. Ja. Aber es gibt viele Menschen, und das war für mich die Frage, es gibt ja viele Menschen, die ihre Ursprungsfamilie nicht gerade super finden und sagen, nee, lieber Gemeinschaft als Familie. Ja, das Was ist hängt deine aber, Meinung dazu? das hängt damit zusammen, da sind wir wieder beim Thema Seele, Teil 2, ja, Ja. dass wir nicht mehr unsere Familie nach Seelenverwandtschaft aussuchen. Ja, und dann kann das nicht passen. Aber das hängt auch damit zusammen, auch das ist ein Lernding, Aber wie ja. komme ich denn jetzt da raus? Ja, indem ich die kosmischen Gesetze beachte. Also eigentlich beißt sich hier die Katze wieder in den Schwanz. Wenn ich da nie beachte, wenn ich da an mir arbeite, dann schaffe ich das. Ja? Machen uns gerade schon wieder arbeitslos. Brauchen wir weder das Buch bald noch verkaufen, noch das Webinar oder so. Naja, Das alles erzählt. also Nee, haben wir eine, nicht die in geschafft. der Stunde, Nee. die wir hier haben, Ja. das zu erklären, was in dem Buch drin ist, dann bräuchte ich es wirklich nicht. Nee. Ja? Aber da ist ja eine Menge drin, das sind ja Absolut. fast 300 Seiten. Ja. Ich Ja. musste gerade schmunzeln, weil Yoshi hat eine schöne Frage gestellt. Warum bloß 2 Kinder? Warum hast du bloß 2 Kinder? Ich hatte drei. Ich fand es, ich musste nur schmunzeln. Ja, ich hatte tatsächlich drei Kinder, aber eins ist als 7 Monate altes Baby gestorben. Ich höre für mich natürlich nur daraus, hast du ganz gut gemacht mit den 2 Kindern, hättest ruhig mehr hören können. Das ist das, was ich höre, Ah, deswegen musste ich okay. das kurz erwähnen. Ja. Ja, weiter ist Gefühle als Antrieb. Also wie wichtig Gefühle sind, also auch Methoden, wie man Gefühle hervorrufen kann, das ist alles darin beschrieben, also wie man bewusst auch Gefühle hervorrufen kann, weil wir denken, wenn wir bestimmte Wünsche ans Universum senden, das funktioniert dann, aber es funktioniert nicht, wenn wir das nicht mit Gefühlen unterlegen. Das ist der große Unterschied. Ja? Und wir können alles machen, wenn wir die entsprechenden Gefühle auch einfach produzieren können. Und das sind auch Übungen drin in dem Buch dazu. Joscha hat mich korrigiert. Es ging nicht um, du hast, es ist leider kein Kompliment geworden. Es ging um das, warum sagst du, ich habe bloß 2 Kinder? Gegenüber Gegenüber Simon. mir. Da ging es um den Da ging es Vergleich um den mit, da Vergleich ging es um den Ver, genau. mit Simon. Ja. Ja. Ja, Gefühle. Gefühle, also das ist ein ganz wichtiges Thema da drin. Und wir ahnen nicht, wie wichtig Gefühle in unserem Leben sind für alles, was wir machen. Also wir können nur Schöpfer sein mit den entsprechenden Gefühlen. Jedes Wort hat dann erst wirklich Wirkung, wenn ihm Gefühle unterlegt sind. Vor allem noch, wenn es die gleichen sind, wie die Wortschwingung ist. Ja. Oder also wenn Gedanke, Genau. Gefühl Die gleiche Schwingung hat. und Information, also, ne, also eins sind, Ja. dann hast du die maximale Geschwindigkeit Ja. des Gedanken quasi Ja. produziert. Ja. Wort, Gefühl und Ja. Gedanke Aber da sind übereinstimmen. wir nochmal bei dem Beispiel eben Gemeinschaft und Kollektiv. Wenn ich Kollektiv sage, aber an Gemeinschaft denke, ja, das verwirrt. Total. Genau. Ja, war für mich immer, ist das immer ein Thema. Und ich habe, wie gesagt, ich habe ja witzigerweise mal an einer Radiosendung teilgenommen. Da war das witzigerweise Thema.
Weil ich immer ein großer Fan von Familie bin. So. Und mich jetzt sämtliche Formen von Aber die Familie ist auch eine Gemeinschaften. Art von Gemeinschaft. Ja, aber wie heißt es so schön? Kannst, also, ne, da kannst du halt nicht tauschen. Eine Gemeinschaft kann, gehst halt in die nächste, Familie bleibt, ne, ob dir das jetzt gefällt oder Es nicht. ist trotzdem eine Gemeinschaft. Und aber dafür ist es für mich halt immer das Ding, wo ich sage, okay, wenn du schon von Gummibändern sprichst, ne, also kannst du halt auch gleich Familie machen. Ja, die haben auch viele Ne? Gummibänder von den anderen, Das die die übernehmen. halt nochmal irgendwie versuchen Ja. aufzudröseln, da brauchst du nicht unbedingt die Gemeinschaft. Das stößt ja auch meistens nur irgendwie alles zusammen, was dann sich gerade irgendwie findet und wieder auseinander. Und Ja. es gibt bestimmt tolle, super, wunderschöne Gemeinschaftsformen, die möchte ich überhaupt nicht anzweifeln. Und es gibt bestimmt viele Menschen, die darin total aufgehen und das machen sollten und Ja, aber da suchen. fehlt die Blutseele dabei. Aber es ist halt ja nicht irgendein Grund, warum es mit der Herkunftsfamilie nicht klappt, den man ignorieren sollte. So, das denke ich mir halt immer. Ja, weil, wie gesagt, halt, also bei einer Familie ist gleichzeitig die Blutseele dabei. Ja, die bei einer Gemeinschaft, also bei einer anderen Gemeinschaft nicht dabei ist. Ja, weil es unterschiedliche Blutseelen sind. Wobei wir da ja auch den Gedanken schon hatten, auch auf dem Seminar immer mal wieder angesprochen. Glaube ich ja, dass oder hatten wir es in der Sendung schon mal, dass wir nicht unbedingt, weil wir nicht mehr zu Großfamilien neigen, nicht mehr unbedingt mit denjenigen, wo wir normalerweise in einer Familie inkarnieren würden, in einer Familie inkarnieren können und somit quasi uns Freunde, die wir übers nie vermissen wollen, die quasi familiären Status haben, entwickeln. Wie siehst du das? Also, dass es tatsächlich diese Gemeinschaften sozusagen auf familiärer Ebene, Blutsbrüder, keine Ahnung, wie man sowas nennen will, dass es sowas gibt. Da wir aber nicht in Großfamilien leben, können die nicht zusammen inkarnieren. Wenn sie zusammen inkarnieren wollen, müssen sie es in zwei Familien tun, dann müssen es halt Freunde werden und nicht Brüder. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Nee, wir haben ja ganz wenig, also sechs Kinder, so wie ich, ist ja wirklich ein Ah, okay, du meinst, außergewöhnlicher dass Fall. mehrere, wenn man Und mit mehreren da es inkarnieren zurzeit eventuell schwierig ist, dass sich vier, fünf, sechs Menschen in einer Familie treffen, Ja. tatsächlicherweise müssen sie ausweichen. Wenn sie zusammen inkarnieren wollen, müssten sie Auf zwei auf Familien. zwei Familien Naja, inkarnieren ist müssen. sowieso sinnvoll, wenn du dich verabredest, wieder in eine Partnerschaft einzugehen im nächsten Leben. Dann Ganz solltest du klar. nicht verwandt Dann sein, solltest du nicht aber es verwandt geht ja sein. auch da Ja. eher um Familie, also um Blutsfamilie, die aber Ja. dann quasi verteilt müssen und ja, von der Genau. Zugehörigkeit her haben Freunde dann oft den Status von Brüdern Ja. im Endeffekt. Ja. Ja, da sind wir bei dem Thema, auch bei dem Thema Zwillingsseelen, ja. Es gibt ja viele auch, wo die Seelen sehr, sehr ähnlich sind, ja, oder fast die gleiche Energie haben. Beim Ausgangspunkt. Das ändert sich sofort, wenn beide Das musst du jetzt aber inkarnieren. noch mal ganz kurz erklären. Wie soll das denn funktionieren? Naja, mir wurde gesagt, die kommen aus dem gleichen Topf. Ja. Also, das heißt, die Seelen sind zur gleichen Zeitqualität geschaffen worden. Die Seelen schwingen gleich. Aber sobald die einmal inkarniert sind, haben die unterschiedliche Lebenswege und schon da schwingen sie schon nicht mehr gleich. Aber die Ursubstanz, die Grundsubstanz, die ist gleich. Da bist du wieder bei der Ursuppe, Ja? ne? Aus der sie dann alle hervorsteigen können. Genau. Ja. Zeitqualität, auch ein interessantes Thema. Ja. Natürlich, wenn sie zur gleichen Zeitqualität geschaffen wurden. Deswegen funktioniert Astrologie, Ja. Hat also damit viel zu tun. so Ja. ungefähr jedenfalls, sehr Ja. ungefähr muss man sagen, ist ja nicht hoch individuell, so eine Astrologie ist nur gut formuliert. Ja. Aber man muss es ja doch noch durch andere Sachen ergänzen und in Ja. nichts verfeinern, sozusagen, um irgendwie ins Individuum reinzukommen. Schwieriges Thema, ja. Aber nur deswegen funktioniert es überhaupt. Ja, und dann haben wir zum Thema Mensch noch zum Beispiel die Überschrift Vernunft und Antivernunft. Auch ein spannendes Thema. Ja. Warum wählt der Weg, der Mensch immer den Weg der Antivernunft? Ja. Ja, das ist eine große Frage. Ja. Also,
Mir muss doch klar sein, wenn ich irgendwas an der Natur zerstöre, irgendwas, egal was, ja, dass das daneben in die Hose gehen muss. das wäre schön. Langfristig geht das in die Hose. Ob das aber so, also ich meine, das ist dann ziemlich, also ich möchte es dir jetzt auf keinen Fall unterstellen, aber es wäre im Endeffekt sehr arrogant zu sagen, es wäre ja, es müsste mir ja klar sein, was meine Handlungen für Konsequenzen haben. Also ich behaupte nicht, dass ich alle meine Konsequenzen kenne, also alle Handlungen, die ich vollziehe, glaube ich nicht, dass ich alle Konsequenzen kenne. Das wäre ja wieder die Frage. Also natürlich existieren die und natürlich bewahren die mich nicht vor diesem Gummiband und so. Aber das wäre ja das Schöne, das in den Bereich des Bewussten, der bewussten Entscheidung und Informationsverarbeitung zu bringen. Das ist der Grad der Bewusstsein, der Erleuchtung, wie auch immer du das nennen willst. Aber also, ich sage jetzt mal, das mit der Antivernunft ist halt so. Das, ich sehe das immer an diesem Beispiel der Gebote, ne? Also hier Moses und so. Und wenn man da zurückgeht und sagt, das heißt ja gar nicht, du sollst nicht, sondern im Endeffekt heißt es, du wirst nicht, weil, warum wirst du denn nicht? Ja, weil du die Gesetze kennst, also Aber eigentlich die Gründe, ja, aber sozusagen dann brauchst die du nicht mal Urgründe. das. Also, und wenn du ja weißt, was deine Handlungen für Folgen haben, dann wirst du das ja so nicht begehen. Ja. Ne? Ist aber ein Irrtum, weil Menschen das dann quasi in Zweifel ziehen mit. Ich weiß zwar, was passieren wird, ich mache es trotzdem, ich glaube nämlich, ich kann es besser. Ne? Und dann bist du ja schon raus aus der Nummer. So, Ja. das ist diese Antivernunft, du weißt eigentlich, was besser ist. Und ich Du machst es habe trotzdem. diesen Punkt in meinem Leben sehr oft gesucht. Und ich habe ganz viele Punkte in meinem Leben gefunden, eigentlich auch in jedem Alter, sage ich mal, bisher, wo ich weiß, Dinge gehen schief, Du weil machst sie immer schief gingen, wenn ich es so gemacht habe und ich mache es trotzdem. ja, aber eigentlich müsste man meinen, du hast daraus gelernt, ne? Eigentlich müsste man es meinen, aber Ja. ich, also wie gesagt, ich suche diese Punkte, weil das immer quasi genau die gleiche Entscheidung ist, immer die Entscheidung für die Antivernunft. Das ist nicht vernünftig. Es zu tun, weil ich weiß, dass es kaputt gehen wird, das Werkstück. Oder, aber es könnte ja diesmal anders laufen. Ja. Ne? Nein, ist total antivernünftig. Ja, weil du immer wieder die gleichen Ursachen setzt. Ist so leicht. Nach Ursache und Wirkung ist es eigentlich ganz leicht. Ja? Du setzt immer wieder die gleichen Ursachen Aber ist ja in spannend. Ne? Wirkung. Ich entscheide mich trotzdem anscheinend für die Antivernunft Ja. und würde sagen, nee, das. Der Ja, Vorteil sei ist so, denn, dass. wenn es funktioniert, ist der Vorteil so groß. Ja. Genau. Ja? Ja. Aber wenn es halt nicht funktioniert, ist halt auch blöd. Ja. Und ich kenne die Konsequenzen meistens eher nicht. Im Endeffekt ist es die Entscheidung für Mutterleben oder Immer. gegen Mutterleben. Immer. Genau. Gnostisch gesehen. Oder für die Natur, gegen die Natur. Ja, damit haben wir in einem großen, umspannenden Bogen so einfach mal angerissen die Themen, die in dem Buch vorkommen. Also ihr seht, es ist sehr vielfältig. Ja. Und wir haben all diese Themen auf einen relativ einfachen Nenner gebracht. Also es ist nichts kompliziert. Es ist eigentlich auch mit Beispielen, die es einfach zu verstehen machen, diese Beispiele. Hoffen wir. Ja, viele persönliche Beispiele auch drin in dem Buch. Also gerade zum Thema Umgang mit dem Sterben oder so, weil ich habe ja unterschiedliche Menschen ster beim Sterben schon begleitet und da sind eben auch meine persönlichen Erfahrungen damit drin. Ja, also es ist auch ein sehr persönliches Buch, denke ich, von uns beiden. Ja, es war schön. Ich fand's, hatte zum Schluss wenig Zeit und dann haben wir Sachen ausprobiert, die wir so noch nicht gemacht haben. Schick dir mal eine Sprachnachricht, was ich sagen wollte und du formulierst das bitte mal aus, weil ich komm einfach nicht zum Schreiben und es sollte ja raus und so. Ja. Sonst hätte es einfach noch ein bisschen länger gedauert. Du hattest die Zeit, ich nicht. Ja.
Aber das war nur ganz zum Schluss so. Am Anfang war es, wobei das meiste hast du ja doch einfach gemacht. Ja, hier gibt es noch die Frage, die verschiedenen Themen des Buches klingen ziemlich interessant. Kann man es schon käuflich erwerben? Jein, man kann es Also vorbestellen. ist es vorzubestellen ab 7., also Ab 3. März. ausgeliefert wird es von der Druckerei, soweit ich weiß, am 5. Ja, okay, aber muss ja noch weiter verarbeitet werden, sozusagen. Ja, und ab 7. fangen die an einzupacken. Also sie haben also einen Tag oder 2 Tage Karenz drin. Man kann ja immer was passieren. Nina sagt, also sie haben sogar schon Sachen passiert, dass die Druckerei wegen Streiks in Suez, nee, wegen Schiffsstau im Suezkanal kein Papier hatte. Ja, da bist du natürlich machtlos. Total. Ja. Hat bestimmt mit den Houthi-Rebellen zu tun, weil sie nicht mehr woanders langfahren. Ich Damals gab habe es doch keine. Da gab diesen es die. Schiffsstau im Ach Suezkanal. so. Ich Kannst habe dich da keine nicht Ahnung. dran erinnern? Gott, ich kann mich an jeden Scheiß erinnern. Oder, also das habe ich noch im Kopf. Da wussten die, ja, die hingen alle fest im Suezkanal. Und die Druckerei sagt, wir können nicht drucken, wir haben kein Papier. Ja. Ja, irgendwann wird man verstehen, dass das mit der Globalisierung nicht so eine super Nee, ist Idee auch war. keine gute Sache. Aber gut. Also es kann, also weiß ich, höhere Gewalt, würde ich sagen, kann passieren, aber normal, wenn, und zwar nach der Reihenfolge der Bestellungen. Also die, die jetzt bestellen, die kriegen es als erstes und die anderen dann so nach und nach. Das würde ich jetzt schon wieder als Herausforderung nehmen und sagen, ich kann auch 2 Wochen länger warten. Ja, warum nicht? Also, Total das entspannt. spielt kein, nein, das spielt auch keine Rolle. Also, ich sage es nur, damit nicht jemand denkt, der da an dem Tag, wo es rauskommt, bestellt, und sagt, denkt, er muss es am nächsten Tag haben. Das wird nicht funktionieren, weil dann die, die vorher bestellt haben, es ist also schon vorbestellbar. So Auch ist über den es. Buchhandel. So, Link findet ihr natürlich im Video, soweit klar. Ja. Ja. Das war's für heute. Ich hoffe, Das hat aber auch die Woche tatsächlich nochmal Aufmerksamkeit gefordert. So die drüber gucken, die letzten, es ist schon in der Druckerei, da ist ja, wohl ich nochmal habe sogar Änderungen. festgestellt, wir Oh haben was Gott. vergessen. Hä? Ja, es ist kein Inhaltsverzeichnis Oh drin. nein! Doch. Nein. Das haben wir beide übersehen beim Durchschauen. Bestellt erst die zweite Auflage. Das kommt noch rein, aber die jetzt rauskommen, haben kein Inhaltsverzeichnis drin. Aber man findet, es ist in 3 Teile aufgeteilt, das Buch, und dann findet man ja die Bereiche. Ja, ist uns wirklich passiert. Wir hat es uns geschickt, die Sandrea, die das gesetzt hat, und wir haben es freigegeben zum Druck. Unser war unser Versäumnis. Ja. Ja, ist halt so. Ist halt so. Ja, okay. Wir haben das absichtlich gemacht, weil ich finde noch einen Grund, warum das auf jeden Fall förderlich ist. Gut, wir sehen uns. Wir haben beschlossen, jetzt am Montag endlich diesen Anastasia-Abend zu machen. Also einen klassischen Anastasia-Abend, Ja. wie wir ihn die ganze Zeit machen wollten und dann immer von Weiblichkeitsthemen im Endeffekt abgelenkt wurden. Ja. Was mit Sicherheit super war, weil das absolut dran ist. Ja. In dieser Welt. Und jetzt werden wir aber am Montag einen klassischen Anastasia-Abend machen, Genau. auf den ich mich sehr freue und den ich schon lange machen möchte. Bis dahin, ein schönes Wünsche Wochenende. ich euch auch. Bis Wir sehen uns Montag. am Montag. Ja, Tschüss! tschüss.